Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich bin schon auf dem Weg, oder bin schon am Loslaufen zu unserem kleinen Miner, um dort zu gucken, ob dieses Item-Gedöns funktioniert, ob wir das direkt ansetzen können, und ob ich da wieder irgendwas brauche, was ich natürlich jetzt nicht mit habe. So, wir brauchen erstmal unser kleines Fahrzeug hier. Für die lange Strecke. Aber irgendwie kann ich hier nicht drauf zugreifen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wir werden dann zumindest noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Dann. Genauso wie auf so Mini-Worlds und alles drum dran, da will ich auch noch ein bisschen hinterkommen. Aber dafür müssen wir halt erstmal gucken. Wo wir das machen. Beziehungsweise wann, wie, was, wo. Das ist natürlich dann alles so eine Sache. Ich muss aber ganz kurz weg. Also, bis gleich. So, Leute, ich bin zurück. Wir rattern immer noch mit dem Zug hier aber durch. Komm mit. So. Rüber geht's. Echo. So, lass uns mal hier rüber jumpen zur anderen Insel. Let's go! Und noch eine Runde. Da, 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 da. So. Ich sehe da einen Miner, der hat ganz viel zu tun. So, der ist noch brav am Minen. Der hat fast nichts mehr zu tun. What? Das ist die Frage, was ist denn hier der Output? Ich glaube, der war hier oben. So, Item. Always on. Ich hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich habe zu viel Zeug dabei. Scheiße. Okay, ich brauche im Grunde eh nur zwei Sachen. Ich brauche das Uran. Und was war das andere? Magnesium? Ne, Lithium, glaube ich, ne? Habe ich hier Lithium? Nickel? Lithium, hier haben wir es doch. Silber. Den Rest soll ich jetzt nachher. Boden habe ich noch ein bisschen was bestimmt hier rumliegen. Perfekt. Wir werden hier noch eine Lösung finden. Das müsste doch irgendwie hier funktionieren. So, ich wieder zurück. Na, come on. Darauf. Wagen, wo bist du? Let's go zurück. Let's do this. Schauen wir mal, ob jetzt genug dafür dabei ist, damit wir dieses komische Ding machen können. Weil ich glaube, es gibt nicht wirklich Sinn, dass wir mit kleinen Zahlen anfangen. Es ist ja nicht so, dass wir relativ früh ein Netzwerk bauen würden, sondern wir bauen ja relativ spät ein Netzwerk. Ach scheiße, jetzt habe ich keinen Inventarplatz mehr frei. Ich brauche kein Rohschwein. Ich lebe vegan. So, sollen wir echt mal vielleicht den Rucksack machen, ne? Das wäre dann gar nicht doof in dem Fall. Also sich so oder so, danach ist das Ding auch wieder bummvoll. Da kannst du machen, was ich will. Willst du das? Ab zur Heimstation. So. Ah, wir kommen schon hier. Man sieht, wir haben hier Forschzeit, die oben auf der Karte. Bedeutet, da müsste auch gleich die Heimat sein. Ja, da ist er. So.
So. Dann bitte mal alle aussteigen. Da sind wir schon. Wieder runter. Wo ist denn das Brot? Mein Charakter hat ein bisschen Hunger. So. Komm schon. Luftwiderstand ist besser wie Reibungswiderstand. Spring! So, okay, dann ist hier schon ein bisschen Ferroboron dran. Da kann ich doch hier bestimmt das Livio machen. Das schmilzt erstmal schön durch. So, wie schaut es eigentlich hier aus? Oh, es wird leer. Gebt euch das, es wird leer. Es wird leer. Es ist echt bald soweit, dass wir es echt leer haben. Wahnsinn. Wir haben fast das komplette LED. Wie viel LED haben wir? LED. 600 Blöcke. Hups. Das sind über 10 Stacks, die wir hier haben. Ah, stimmt, warte mal. Ich habe hier noch eine Kiste, die zurück ins Netzwerk will, glaube ich. Spiel hat gerade beschlossen, das muss eigentlich einmal rausschicken, auch nicht schlecht. Gib mir die Kiste. Einmal bitte Durchsuchung. Sie haben auf jeden Fall Lied mal reduziert. Alter, das braucht wieder lange. Rektorzellen haben wir auch noch dabei. Different Fluid denn in dem Melter. Du sollst es ja auch kombinieren. Nein, ich gebe das nicht auf. So, ich habe bestimmt noch so einen blöden Table. Wo ich den einen blöden Ingen jetzt reinschießen kann. Ach, come on. Das war jetzt anders geplant. So. Jetzt ist der dann wieder leer. Ah, jetzt beginnt der ganze Spaß von vorne. Wie schaut's hier aus? Da sind noch so 3000 Blocks drin. Das ist nicht gut. Ne, wir müssen den schon durchlaufen lassen. Das ist ja schon so eine Sache, ne? Oh, so ruhig ohne den Hühnchen. Das ist echt ein Weltwunder. Wie viel Holz haben wir drin? 583.000 Holz. Eventuell übertrieben? Vielleicht. Ich habe nicht mal wirklich Diamond Anchors übrig. Ich habe nur Diamond Resin. Diamond Sapling soll ich. Respekt, du! Ich habe ganz viel Copper im Bauch. Habe ich Copper Ember nicht vorhin hier reingeschmissen, damit das funktioniert? Ja. Copper Ember wird hier gerade durchgearbeitet. Da müssen die ganzen Kisten ja so ein bisschen gelöchert sein mittlerweile. Yep. Das ist ja perfekt, du. Also wenn man sie zu Tieren bringt, sie es, wenn man halt Lust dazu hat. Andere Sache, komm an die oberen Kisten ran. Ich den kann auch nehmen. Jetzt komm her zu mir. Sortier das Ding durch. Wie schaut's hier aus? Holy shit, das geht echt schnell. Hoho. Was ist denn das? Stellar Refraction. Davon habe ich nicht wirklich Ahnung. Disk Drive. Guck mal, es gibt Tische. Lock
Workbench. Ah, ich wollte mal gucken, hier Hawk eingebe. Und dann Uran. Uranium. Da brauche ich Uranium Dust, Dirt und Wasser. Okay, wenn wir einfach nur mal nach Uranium gucken. Uranium. Es gibt dann halt den Bacon, den Matt und die Trüffeln. Uranium Crop, Uranium Seeds, dafür brauche ich Superior Essence und Tier 5 Crafting Seeds. Kriege ich das hin? Was ist das Supreme Essence? Loot Fabricator. Ah, dafür brauche ich Deep Mob Learning wieder. Haha. Oder kriegt man das auch an? Ah, okay, das Crafting. Du hast einen Loot Fabricator, aber ich kann es auch mit so in Crystals machen. Aha. Enrichment Chamber, damit kriege ich Ethereum jetzt. Da brauche ich ein Ethereum wieder. Ich könnte den Zeit down. Aber hier sind wir jetzt durch. Bedeutet, ich kann den hier oben ausschalten. Alter. Wie schnell das geht. Dann bleibt mir ja eigentlich nur noch die Hawks. Ach so, ich habe noch einen Netherbricks drin, ne? Ich tue mal dich hier rein, schnell. Dankeschön. Ach, das ist auch noch ein Lied. Magnesium kann ich wegtun, das Boron kann ich wegtun, das Tritorium tun. Die Netherbricks auch. Chiselhead auch. Das würde ich gerne behalten fürs Erste. Das wäre Boron, das könnte ich auch noch. Lithium brauche ich auch noch. Ich brauche eigentlich nur das Uran gerade. Mal auf die Schnelle. Ich kann noch mal ein bisschen was in den Verarbeiter hier reinhauen. Weil der ist ja wie mal immer wieder fertig. So. Kann ich nachher noch ein bisschen Glas machen. So. Das muss ich dann pulverisieren. Dann muss ich gucken. Es gibt dann. Ich weiß, dass es einen Weg gibt, wie du die Hedgehogs automatisieren kannst. Da machen wir eine Tonne von den Uran-Dingern. Und dann sollte das klappen. Dafür brauche ich den Pulverizer hier. Dann pulverisiere ich das ganze Zeug hier. Kann ich das auch pulverisieren? Depleted kann ich in das Smelting. Oder im Fusion Reactor. Ja, okay, da wird es zum Depleted dann halt. Das ist doch alles scheiße. Okay, der ist fertig. Dann schicken wir das Uran mal rein. Dann brauchen wir gleich mal ein bisschen Dirt. Aber wir brauchen einfach dann Water. Habe ich doch noch Water? Dann brauche ich ein paar Buckets. Box. Gut zu wissen, dass der hier so einfach reagiert. Holy shit. So ungewollt. So. Dann bräuchte ich bitte das Pulver. Und dann
Uranium. Use on a pig to convert into a hedgehog. So. Mutter. Ich weiß nicht, wie viel fällt an. Für 5 Stück, 6 Stück. Damit wir eine konstante Uranversorgung irgendwann haben. Nehmen wir einfach die ganzen Haufen jetzt. Scheiß drauf. Wir machen jetzt alles schnell. Was haben wir denn so viel Zeug? So. Jetzt kommt alles da rein. Die Mod Buckets. So. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich brauche nur noch ein Bucket. Dann habe ich das Hochzeug. Perfekt. So. Noch mal ein bisschen was rein. Wie schaut es jetzt vorne mit der Smildery aus? Ja, die ist schon am leer werden. Das ist doch ganz schick. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.